Hallo und seid gegrüßt, meine Freunde, zu einer neuen Folge LS22 hier von der schönen Frühlingsmap. Ja, wir haben immer noch Dezember. Ich habe ja im letzten Video erfolgreich, mehr oder weniger erfolgreich möchte ich eher sagen, meine Bäume da gefällt zwischen den beiden Feldern, die ich zusammenlegen möchte. Und habe das bisschen Bruchholz noch verkauft, habe doch 3-4 Euro dafür bekommen. Ja, und jetzt kommt eigentlich der entspanntere Teil. Ne? Ihr hört im Hintergrund schon den Schlepper tuckern. Ich habe jetzt einen Termin beim Maschinenhändler. Der hat mir Geräte ausgeliehen. Zum einen so einen Forstmulcher und zum anderen einen kleinen Pflug. Und damit möchte ich heute noch die Stümpfe beseitigen. Also nicht mit dem Pflug, ne, mit dem Mulcher. Und das Buschwerk wegmachen. Und danach möchte ich mit dem Pflug die Felder dann zusammenlegen. Für die kommende Nacht ist ab 1 Uhr, glaube ich, Schnee gemeldet. Bin ich ja mal gespannt. Von daher wäre es eigentlich ganz gut, wenn ich die Grasnarbe wenigstens noch umschmeißen könnte. Aber vielleicht pflüge ich auch das ganze andere Feld noch, wo die Sorghumhirse drauf war. Mal sehen, wie wir alles so schaffen. Und man merkt natürlich, ne, wir haben es jetzt 3:15. Im Dezember wird es natürlich auch bei Zeiten dunkel. Von daher müsste ich mich dann doch ein bisschen beeilen, wenn ich das noch schaffen will. Wobei der Fendt hier, der hat eine sehr, sehr gute Beleuchtung. Da könnten wir auch bis ins die Dunkelheit reinarbeiten. Ja, mal sehen, wie das hier mit dem Ding so vonstatten geht alles. Hab mir dann noch, ja, bloß einen kleinen Dreischer Volldrehpflug rausgesucht. Der sollte reichen. Der ist schön klein, wendig. Denn ich möchte auch eine schöne glatte Kante haben zwischen den Feldern, ne? Was ich jetzt ganz ehrlich gesagt nicht weiß, wie rum arbeitet man eigentlich mit dem Ding. Ich könnte mir ja vorstellen, dass man das dann nach unten klappt und damit die Erde aufreißt. Keine Ahnung, wenn es einer weiß von euch, ihr wisst wohin damit. Unten rein in die Kommentare bitte. So, aber nun Vollgas raus zum Acker. Auf jeden Fall bin ich schon mal froh, dass ich den schlimmsten Teil hinter mir habe. Nämlich das Fällen der Bäume. Wobei, das ging noch recht gut vonstatten, bin ich der Meinung. Aber dann eben das Entasten und Verladen. Och nee, ich darf gar nicht dran denken. Da stellen sich mir schon wieder die Nackenhaare auf. So. Ja, mal schauen, ob die 150 PS oder 140 PS hat er ja bloß. Ob das ausreicht hier. Hier hinten haben wir jetzt den Stumpf, genau. Also, werfen wir mal an, das Gerät. Aber das geht ja wunderbar hier. So hatte ich mir das erhofft, dass das funktioniert.
ganz feines Arbeiten. Also da hat er mir wirklich gute Technik empfohlen, muss ich sagen. Ratzi-fatzi ist hier alles weg. Ich hoffe, dass... Ja, ich habe es noch gar nicht ausgesprochen. Ich wollte sagen, ich hoffe, das Gestrüpp auch, aber das funktioniert auch. Wunderbar. Oh, haben wir ja ein bisschen Schlupf hier. Mal den Allrad noch zuschalten. Zack, weg ist es. Sehr schön. War jetzt hier drüben noch Gebüsch? Nee. Ja, das wäre zum Beispiel eine Arbeit, die könnte ich mir für den Winter sehr gut vorstellen. Weil das funktioniert wenigstens problemlos. Die Frage ist, was mache ich? Fahre ich dann nochmal über die gesamte Grünfläche hier, über diesen Wiesenstreifen drüber und klappe mal hinten diese Zinken nach unten? Könnte man ja mal noch probieren, ne? Und dann pflügen wir das. Wir müssen ja das Feld erstellen. Damit kann ich ja jetzt hier keine Felder erstellen. Glaube ich zumindest. So, das war's schon, oder? Ich weiß nicht, ob ich den Busch hier... Ach nee, komm, wir machen nicht alles kaputt. Der Kalle hat sich so viel Mühe gegeben mit der Karte. So, hier muss ich natürlich nicht kalken und auch nicht pflügen. Von daher könnte ich mir das eigentlich sparen und mache bloß diesen Grünstreifen. Ich probiere jetzt mal, wenn ich vorwärts fahre, die Maschine nach unten nehme. Uiuiuiui. Ob er das schafft? Hier können wir ja auch noch was verstellen. Ja, also wie gesagt, die Funktionsweise von dem Ding und wie man es richtig einsetzt, da muss ich jetzt leider passen. Aber wir werden einfach mal versuchen, nach vorne zu fahren. Das klappt ja wunderbar. Und schon haben wir dann nicht so viel Probleme, denke ich, mit dem Flug hier die Erde umzudrehen. Sechs km/h, ja, mehr macht er nicht. Ich denke, das ist ein bisschen auch
der fehlenden Leistung geschuldet. Könnt mir vorstellen, Schlepper mit 170, 180 PS würde vielleicht noch was schneller fahren oder keine Ahnung. Hab nicht geguckt. Ja, was wollte ich sagen? Ich habe nicht geguckt, wie hoch die Arbeitsgeschwindigkeit von dem Mulcher ist. Jetzt habe ich es. So, jetzt müssen wir hier aufpassen, dass wir die Kante versuchen, ein bisschen sauber hinzukriegen. Beziehungsweise wir können ja vom Feld her nochmal eine gerade Kante ziehen. Ich habe hier schon ein bisschen reingehackt, sehe ich gerade. So, und von meiner frischen jungen Saat wollte ich eigentlich auch nichts groß opfern. Ja, kaum habe ich es gesagt, ist es passiert. So, auf der Seite macht es ja jetzt nicht unbedingt was. Ja, ich denke, ein paar von den jungen Getreidepflänzchen werden uns hier hops gehen. Aber so ist es halt, ne? Wo gehobelt wird, fallen Späne. Aber ich würde sagen, das sieht gar nicht so schlecht aus fürs Erste. Und jetzt, wo ich so von hinten auf den Trecker schaue, fällt mir gerade wieder auf, ich müsste dann doch mal beim Händler nachfragen, ob er mir hier nicht noch die fehlende Kennzeichenleuchte montieren kann. So, jetzt müssen wir ein Stück weiter weggehen, dass wir hier so ein bisschen das angepasst kriegen. Wie gesagt, die Feinarbeit müsste ich dann wahrscheinlich eh mit dem Pflug machen. Aber es soll ja so ein bisschen schön aussehen. So. Wobei ich hier doch fast schon eine Pflugtextur sehe, ne? Jetzt muss ich mal kurz ins Menü schauen, was wir denn hier für eine Bodenbeschaffenheit haben. Benötigt Kalk. Das gilt wohl schon als gepflügt. Da hätte ich mir jetzt wohl das Geld für den Pflug sparen können, oder was? Halt. Absenken das Gerät. Wäre vielleicht noch ganz gut. Also das ist definitiv eine Pflugtextur hier. Aber Felder kann ich damit nicht erstellen. Ja, was machen wir? Gehen wir da nochmal mit dem Pflug drüber zur Sicherheit? Das ist jetzt eine ganz gute Frage, ne?
So, kriegen wir das mit einem Mal weg hier. Könnte passen, ne? Jo, das passt auch. Naja, ich fahre jetzt mal die Bahn zu Ende, dann steige ich mal aus und stelle mich mal auf die gerodete Fläche hin und werde mal schauen, was es mir da anzeigt, die Feldinfo. Wäre natürlich eine feine Sache, wenn das jetzt schon als erstelltes Feld gelten würde. Ja, jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, na klar, ist das so oder es ist nicht so. Ja, schade. Ich kann erst dann vielleicht, wenn einer da von euch einen Tipp hat für mich, das erst lesen, wenn das Video online ist. Dann ist aber zu spät. Oh, schön, wie das Gerät noch nachgelaufen ist. So. Es zeigt mir hier nichts an, dass ich hier noch pflügen muss. So, das ist fertig. Jetzt muss ich doch noch mal mit euch zusammen hier im Menü gucken. Forstmaschinen, da sind sie. Mulchfräsen dienen dazu, Baumstümpfe und Büsche zu entfernen. Es steht nicht da, dass man damit Felder erstellen kann, aber es scheint ja so. Und doch sind hier noch so, ja, irgendwelche grauen Flecken. Also Leute, ganz ehrlich, ich denke, auch wenn es vielleicht falsch ist, ich werde trotzdem nochmal mit dem Pflug drüber gehen, werde das Felder erstellen, aktivieren, einfach aus Sicherheitsgründen. Nicht, dass ich dann im Frühjahr hier das böse Erwachen erlebe. Auch wenn das jetzt vielleicht doppelt gemoppelt ist. Die Möglichkeit besteht, ne? Ja, sowas kommt eben daher, dass man dann doch, oder ich zumindest, ich will ja nicht für andere sprechen, ja viel zu wenig mit der Forsttechnik arbeitet. Und da vielleicht einen Wald rodet und dann urbar macht. Das ist ja das, was ich so ja eigentlich noch gar nicht gemacht habe. Aber vielleicht wäre es besser gewesen, dann wüsste ich jetzt, ob ich den Pflug nochmal brauche oder nicht. Also, da bin ich auf jeden Fall ganz sehr gespannt, ob ihr mir dann sagt, Mann, was machst du dir für eine Arbeit? Oder ob ihr sagt, nee, war vollkommen richtig so. Oh Gott, bin ich denn hier rangefahren? Bin ich vor allen Dingen auch mal gespannt, wie der Pflug hier im LS22 arbeitet. Ich kann mich entsinnen, dass der im 19er, der war ja mit dem Erlengrad DLC zusammengekommen, da irgendwie immer ein bisschen Probleme gemacht hat.
Mir fällt jetzt bloß gerade nicht ein, welche Probleme, aber ich weiß, dass er irgendwelche gemacht hat. Ist er über die Karte gewandert oder... ja, was war's? Nee, er hat unsauber gearbeitet, so war's. Genau, ich hatte ja denselben Flug im 19er auf der ersten Karte vom Kalle, auf der Kleines Land. Und da war das Feld ein bisschen, ja, huckelig und buckelig, möchte ich mal sagen. Und da hat er immer mal so, ja, Aussetzer gehabt. So, jetzt muss ich mal ganz genau nachdenken, bevor es wieder in die Hose geht. Ich würde jetzt sagen, wir fahren hier zuerst lang. Und wir machen erstmal hier einen geraden Strich. Uiuiui, nicht so schnell. So, Felder erstellen. War. Y, ja, genau. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht in den Weg reinfahren oder sonst wohin. Sonst haben wir es dauerhaft versaubeutelt, hätte ich beinahe gesagt. Vorsicht, nicht so viel. Jetzt einen schönen geraden Strich ziehen, möglichst nicht lenken. Das ist gerne mal mein Problem, ne, dass ich einfach zu viel lenke, statt den Schlepper laufen zu lassen. So. Machen wir hier noch eine gerade Kante. Ich glaube, den Busch hätte ich doch wegnehmen sollen, oder? Kann das sein? Aber die Textur verändert sich nicht wirklich. Müssen wir hier mal noch ein bisschen Licht anmachen. Wir haben ja genug davon. Also von daher vermute ich wirklich fast, dass dieser Arbeitsgang jetzt schon fast umsonst ist. Aber ich würde sagen, der Pflug arbeitet im LS22 deutlich besser. Also ich kann nichts Nachteiliges irgendwie sagen jetzt. So, ich wollte ja noch mal ins Menü schauen. Gehen diese komischen Flecken nun noch weg? Ja, nein, vielleicht. Mal schauen.
Ein Problem ist natürlich, dass ich jetzt schon diese Pflugtextur von dem Mulcher habe. Und ehrlich gesagt gar nicht richtig weiß, ja, bin ich nur richtig in der Furche drin oder nicht. Uiuiuiui, das wäre beinahe schief gegangen. Halt nicht so weit vor. Ja, ich benutze ja eigentlich dann für meine Flächen einen Tiefenlockerer. Aber ich muss sagen, mit dem Flug hier könnte man direkt wieder Lust aufs Pflügen bekommen. Arbeitet wirklich gut, das Ding. Und ich glaube, für die Feldgrößen ist ein Dreischacher ja, doch ausreichend, oder? Tja, wo waren wir denn nun? Wo waren wir noch nicht? Wir fahren einfach nochmal nach hinten und eine Bahn nach vorn und dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein. So, Vorsicht mit der Birke hier. Ja, jetzt könnte vielleicht doch der eine oder andere sagen, jetzt hast du einen bei dem Flug dran, dann schmeißt doch gleich hier den Rest des Feldes noch rum. Aber der kostet mich verdammt viel Geld, die Stunde. Ich glaube 514 Euro will der da haben. Dann nehme ich dann doch lieber meinen Tiefenlockerer, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, weil der ist bezahlt. Der kostet mich keine Miete. So, dann schauen wir nochmal. Geändert hat sich nichts hier an der Anzeige. Wir müssen also hier auf den Streifen ein bisschen Kalk draufschmeißen. Ja, speichere erstmal. Ja, und die Flecken sind nicht wirklich weggegangen, ne? Woher die nun rühren? Keine Ahnung. Aber egal. Ich würde sagen, Operation gelungen, Patient gestorben, sagte man manchmal so, ironischerweise, nee, Patient lebt und ich habe dann, denke ich, in der nächsten Saison ein sehr schönes, großes Feld. Werde hier im Frühjahr irgendwas andrillen, werde natürlich einen kleinen Streifen freilassen und dann, wenn wir im Herbst dann andrillen, machen wir dann auf die ganze Fläche eine und dieselbe Frucht. So wäre der Plan. Okay. In diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier dabei zu sein. Wie gesagt, bin sehr, sehr gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt. Ob das jetzt ein bisschen zu viel Arbeit war, doppelt gemoppelt auf Deutsch gesagt. Oder nicht. Und ansonsten lasst mir gerne noch einen Daumen nach oben da. Vielleicht noch ein Abo dazu, wer es noch nicht gemacht hat. Würde ich mich über beides riesig freuen. Und ja, wir sehen uns, denke ich, in der nächsten Folge hier auf dem Hof Frühling. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.